Sehr geehrter Herr Bürgermeister, vielen Dank für die Einladung und den Empfang heute hier im Rathaus von Subotica. Mein Name ist Manfred Schichi. Ich leite in Karlsruhe die Walter-Eucken-Schule, ein großes kaufmännisches Schulzentrum für kaufmännische Berufe, für Erwachsenenbildung und für Fremdsprachen. Ja, ich bin Manfred Schichi und ich bin vom Fremdsprachzentrum, koji obrazuje učenike pre svega za trgovačke profile, ekonomske profile, ali isto tako i centar za učenje stranih jezika. Wir wurden vor 2 Jahren gefragt, ob wir im Auftrag der GEZ mitarbeiten wollen an der Reformierung des beruflichen Schulwesens in Serbien. Und aufgrund unserer großen Erfahrung im europäischen Bereich haben wir sofort zugestimmt. Još pre 2 godine nas je pitao GCC da li želimo da učestvujemo u reformi školstva u Srbiji, što smo mi odmah prihvatili, jer imamo veliku saradnju sa školama iz cele Evrope. Das ist sehr schnell herausgestellt, dass diese Auftragsarbeit nicht nur ein Geben ist, sondern dass wir schon mittendrin sind, auch zu profitieren. Wir nehmen auch sehr gerne auf. Ja, und der heutige Schritt, also unsere Reise nach Subotica, ist ein Meilenstein in der Geschichte der deutsch-serbischen Beziehungen oder der Beziehungen zwischen Serbien und Baden-Württemberg. I ovo naše putovanje, znači u Subotici, dolazi u Srbiju, je samo kamen temeljac za saradnju između ne samo ove dve škole, nego između Srbije, znači naše države i pokrajine Subotice. Wir sind sehr froh, dass vor wenigen Wochen ein Staatsabkommen geschlossen wurde zwischen dem serbischen Präsidenten Tadic und unserem Ministerpräsident Oettinger über eine sehr enge Zusammenarbeit der beiden Staaten. Ich sehe unsere Aufgabe als Schule jetzt darin, die hohe Politik auf den Boden zu bringen, indem wir junge Leute in den Austausch bringen, um das gegenseitige Verstehen zusammenwachsen zu fördern. Und diese Folge von Projekten, die wir vor heute Morgen beschlossen haben, ist nicht nur eine Vereinbarung zwischen 2 Schulleitern, sondern ich bringe auch ausdrücklich die Grüße und letzten Wünsche unseres Oberbürgermeisters mit an den Herrn Bürgermeister, auch in Form eines Buches, eines Bildbandes über die Stadt Karlsruhe. Wir freuen uns erst auf die intensive Zusammenarbeit, zunächst mal auf schulischer Ebene und wer weiß, wie weit wir den Kreis ziehen können. Ich bin ja ganz sicher, ich glaube mein Kollege Igor ist sich auch sicher, dass wir eine sehr erfolgreiche Austauschgeschichte heute begründen, weil wir aus den 2 Pilotbesuchen, die wir bereits hatten, aus ganz Serbien wissen, wie zufrieden die serbischen Schüler waren mit dem Austausch, mit dem Aufenthalt in Karlsruhe. Und wir wissen von unseren deutschen Schülern, wie schnell sehr starke persönliche Kontakte auf Schülerebene zustande gekommen sind. Wenn das so weitergeführt werden kann, dann kommen wir sehr schnell näher. Und wenn das so funktioniert, wird also im Dezember die erste Gruppe aus Subotica nach Karlsruhe reisen und ein halbes Jahr später kommen wir mit 25 Schülern hierher. I ako sve to bude funkcionisalo kako treba, već u 2. septembru ti učenici iz Subotice trebali da dođu u posjetu u Karlsruhe, a onda za pola godine, znači dolaze i učenici iz Nemačke kod nas u posjetu. Nach dem, was ich gestern Abend auf dem kleinen Spaziergang durch das schön beleuchtete Subotica gesehen habe, bin ich mir sicher, dass meine deutschen Schüler sich hier sehr wohl fühlen werden. A ja mogu da tvrdim
male 16 imočke gostite na Subotiću, da ono što sam ja vidio da će oduševiti i naše učenike kada dođu u naš grad. Hvala vam na pažnju.